Hallo, ich bin Matthias und ich bin einer der Gründer von Jimdo und ich darf heute den Finanzsenator aus Hamburg, Andreas Dressel, interviewen. Hallo, Herr Dressel. Ja, hallihallo. Moin. Herr Dressel, wir versuchen ja, die vielen Fragen unserer User oder der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen mitzuhelfen, zu beantworten. Und ein ganz, ganz prägendes Thema ist natürlich die Soforthilfe. Vielleicht können Sie einfach noch mal ein bisschen ausführen, wie es dazu kam, wie die Gedanken dazu waren, aber auch wie viele Anträge sind bereits eingegangen. Wie viele sind bearbeitet? Und eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist, wie ist eigentlich die Reihenfolge der Bearbeitung? Vielleicht können Sie da einfach ein bisschen was zu erzählen. Ja, also das in der Tat unsere Soforthilfe, glaube ich, trifft auf eine absolut rege Nachfrage. Und wir sind sehr froh, dass wir das gleich digital aus einer Hand Bundes- und Landeshilfe anbieten konnten. Da haben wir ein bisschen, weiß ich auch, dass der ein oder andere Solo-Selbstständige da sehnsüchtig drauf gewartet hat. Bei uns musste er ein bisschen länger warten, bis das Verfahren online war. Ja, aber dafür konnten wir eben das digital aus einer Hand anbieten. Bei anderen Ländern war es ja teilweise so, die sind mit der Landeshilfe vorgeprescht. Dann mussten sie, als die Bundeshilfe scharf gestellt war, ein paar Tage aussetzen und dann wieder neu anfangen. Und diese Friktion haben wir halt nicht. Und wir haben tatsächlich jetzt bis unmittelbar nach Ostern eine ganze Menge auch auszahlen können. Über 300 Millionen Euro, die ausgezahlt worden sind. Das Zusagevolumen liegt noch drüber, weil natürlich immer erstmal die Zusage kommt und dann die Auszahlung mit einem gewissen Time-Lag. Dann haben wir ja gestern auch noch die Situation gehabt, dass wirklich, wirklich eklige Kriminelle, man muss es genau so sagen, gesagt haben, ich mache mir jetzt mal die Not der Leute zunutze, baue in Tschechien oder in der Slowakei so eine Ersatzdatenmaske. Lenkt via Google die Leute auf meine Seite, greift die Daten ab und macht dann selber eine entsprechende Bewerbung um diese Fördermittel. Das haben wir Gott sei Dank alles sehr schnell gesehen, konnten das einstweilen abschalten und haben auch sichergestellt, dass kein Euro in falsche Hände geraten ist. Da sind im Moment die Kollegen dabei, das Verfahren jetzt auch wieder aufzustellen, das auch noch sicherer zu machen, sodass wir auch davon ausgehen, dass wir sehr schnell wieder in die Beantragung gehen können und nächste Woche wieder in die Auszahlung. Aber ich finde, wir haben jetzt schon eine ganze Menge erreicht und die Rückmeldung auch von vielen, gerade Solo-Selbstständigen, zeigen, das Geld ist an der richtigen Stelle. Wie lange ist der Bearbeitungszeitraum im Moment, wenn man heute einen Antrag stellt? Wann kann man mit einem Bescheid rechnen? Also, da hatten wir ja die ersten Tage richtig noch eine Bugwelle abzuarbeiten. Aber sozusagen, wenn wir jetzt nach diesen Sicherheitschecks, nach dem Betrug das Ding wieder hochfahren, dann ist eigentlich unser Plan, dass das innerhalb von 2, 3, 4 Tagen von der Beantragung auch bis zur Auszahlung geht. So ist der Workflow organisiert. Und dadurch, dass wir die Bugwelle jetzt auch abgearbeitet haben, können wir auch diese schnellen Bearbeitungszeiten auch einhalten. Aber wir müssen jetzt einmal diese schändlichen Betrügereien einmal auch aufarbeiten. Also man kriegt zwar keine Bestätigungsmail, da läuft ein Change Request auch bezogen auf das System, dass da nochmal eine Bestätigung kommt, aber man kriegt am Schluss erscheint in der Maske ein Zeichen, die Daten sind übermittelt. Also und sozusagen, wenn alle Stricke reißen, macht man sich davon vielleicht nochmal einen Screenshot, damit man einmal für sich selber irgendwie eine Sicherheit hat. Aber wir wollen am Schluss natürlich auch das Verfahren auch weiter noch optimieren, um da sozusagen eine Bestätigungsmail zu haben. Warum es jetzt in einigen Teilen so lange dauert, liegt schlicht daran, dass wir sozusagen die Sicherheitsmechanismen haben. Das heißt, das sind mehrstufige Checks, die das durchläuft, teilweise EDV-Checks, wo selber sozusagen es Plausibilisierung gibt aus dem System heraus und dann aber nochmal zwischen Bewilligung und Auszahlung nehmen wir einen Abzug von 10% des jeweiligen Volumens, wo wir eine Stichprobe machen, wo es alles nochmal genau angeguckt wird. Und da kann es natürlich sein, dass es jetzt, das tut mir dann auch für die Betreffenden leid, aber ich sage mal so, dass es jetzt Betrüger gibt, zeigt ja, dass da auch welche im Trüben fischen. Und deshalb sind wir, es geht hier um Steuergeld und es geht ja auch um Geschädigte. Und es genützt den Geschädigten auch nichts, dass sie zwar dann ihre Sachen eingegeben haben, das Geld aber nachher irgendwo in Tschechien irgendwo auf dem Konto landet. Das heißt, dass wir diese Sicherheitschecks auch einhalten, ist gerade mit Blick auf diese Betrugsversuche einfach nötig. Und deswegen kann es da im Einzelfall sein, dann ist man gerade in eine Stichprobe
gelandet, in einer Stichprobe gelandet, dann wird das angeguckt. Aber da wird trotzdem jeder, der Anspruch auf das Geld hat, bekommt auch sein Geld. Der nächste Themenblock, über den ich mit Ihnen reden möchte, ist eigentlich, wofür kann das Geld eigentlich wirklich verwendet werden? Und da gibt es ja auch Unterschiede zwischen dem, was Hamburg als Land macht und dann der Bund. Der Bund hat tatsächlich als Ausgangspunkt für sich genommen, er will Fixkosten erstatten. Deshalb haben wir mit unserer Landesförderung entschieden, damit auch gerade bei den Solo-Selbstständigen keiner leer ausgeht, gibt es die 2.500 Euro Basisförderung. Selbst dann, wenn man gerade keinen akuten Liquiditätsengpass hat, da kann man an der Stelle einfach null eingeben. Und selbst dann, wenn man, was weiß ich, als kreativer Kopf in seinem Homeoffice sitzt und tolle Ideen entwickelt und an den Markt bringt und eben keine Betriebskosten hat aller Gewerbemiete oder. So, und das heißt, diese 2,5, die gibt es in jedem Fall. Und die Bundesmittel, die können und sollen dann on the top kommen, aber da braucht man dann eben tatsächlich auch noch entsprechende Nachweise. Und das hängt dann jeweils von der Fallgestaltung des Einzelfalls ab, wann das sozusagen dazukommen kann. Deshalb diese 2,5 sind die Basisförderung und die dienen dazu, dass das faktisch seine Geschäftstätigkeit weitergeführt werden kann. Und da gerade bei diesen Einzel-Solo-Selbstständigen, sag ich mal, die Grenzen zwischen gewerblicher Tätigkeit und dessen, wie man sich privat über Wasser hält, ja, ehrlicherweise sehr fließend sind, ja. Ist das auch etwas, wo sozusagen klar ist, die 2,5, die behält er und die werden ihm dann auch nicht weggenommen, sozusagen, wenn er, was weiß ich, sagt, dafür muss ich mir jetzt irgendwie nochmal ein neues Handy kaufen oder, so. Also deswegen ist das die Basisförderung, die bleibt, damit er sein Gewerbe und faktisch auch sich selbst, weil er selber ist ja das Gewerbe, über Wasser halten kann. Also natürlich unterschreibt man, dass nachher auch alles überprüfbar ist, aber sozusagen da wird es natürlich im Kern auch um andere Fragestellungen gehen, auch in anderen Fallgruppen, weil die Basisförderung ist die Basisförderung und das bleibt sie auch, selbst auch im Falle einer Überprüfung. Aber natürlich, wer nachher irgendwie im Gewerberaum Mietvertrag als Fake zugrunde legt, den es gar nicht gibt, der hat natürlich nachher schon ein Problem. Und ich meine sozusagen, ich kann es ja hier mal in unserer volkstümlichen Runde sagen, wer da bescheißt, muss auch nachher damit rechnen, dass er das zurückzahlen muss und muss auch damit rechnen, dass er eine Anzeige wegen Subventionsbetrug bekommt. Ja, aber sozusagen, wer erkennbar irgendwie sich bei der Ausweis-ID vertippt hat oder irgendwie sowas, man kann schon zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit in so einem Verfahren im Allgemeinen in der Nachprüfung auch sehr genau unterscheiden. Also die Soforthilfe ist die Soforthilfe. Das war jetzt sozusagen das Breitbandantibiotikum, was wir sagen, das kann sofort greifen und sofort wirken. Dass das keine Dauergeschichte sein kann, ist auch klar. Deshalb werden wir jetzt ja nochmal schauen, wie werden wir unsere Hilfsinstrumente jetzt nochmal erweitern. Wir sind dabei, unser Kreditprogramm der IFB, der Förderbank, nochmal zu erweitern und zu überarbeiten. Wir arbeiten an einem Liquiditätskredit. Der wird wahrscheinlich nächste, übernächste Woche an den Start gehen, der genau die Förderlücken schließen soll, die uns die KfW mit ihrem Schnellkredit gelassen hat. Die fangen ja erst ab 11 Mitarbeitern an. Und da kann es tatsächlich jetzt Sinn machen, einen speziellen Liquiditätskredit zu machen, gerade für die Kleinunternehmer. Also von 1 bis 10 Mitarbeitern ein maßgeschneidertes, wirklich günstiges, attraktives Kreditangebot zu machen, was da tatsächlich mehr hilft. Ich weiß, es haben viele keinen Bock auf Kredit, aber ganz ohne auch die Nutzung dieses Instrumentes wird es nicht funktionieren. Also das heißt, da kommt noch was. Das Erste und am Übrigen empfehle ich wirklich allen, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Also das heißt, das kann im Einzelfall mal heißen, SGB II. Das kann im Einzelfall heißen, dass man sich mit seinem Vermieter hinsetzt, dort wo Ladenmieten oder Gewerbemieten bezahlt werden, zu sagen, so, erstens Stundung und dann zweitens für den Rest des Jahres sozusagen gucken, wie finden wir miteinander einen Weg, sag ich mal, das in eine Umsatzmiete umzuwandeln oder. Also das heißt, sprechen. Man kann sprechen mit dem Finanzamt und sorgen dafür, Anpassung, Vorauszahlung, auch Stundung in dieser Stelle. Man kann sprechen, das geht jetzt vor allem an die Gewerbetreibenden, die Restaurantbesitzer, für die wir Gebühren verhängen. Zum Beispiel dafür, dass die Tische draußen hinstellen können. Außengastronomie.
da kann man bitte zu seinem Bezirksamt gehen und sagen, ich will jetzt keine Gebühren für die Außengastronomie zahlen, mein Laden ist zu. Da wird das Bezirksamt, haben die eine Anweisung von uns, auf diesen Punkt auch einzugehen. Das heißt, mein Plädoyer ist, alle Hebel nutzen, dafür sind sie da. Und dann kommt man auch durch die Krise durch. Es gibt jetzt ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerade ganz kreativ werden, die auch den Schritt in Richtung Online machen, anfangen online zu verkaufen, wo wir auch wirklich versuchen zu helfen, dass man sich sehr, sehr günstig einen Online-Shop erstellen kann, um zumindest ein bisschen Umsatz zu generieren. Wie ist es, wenn ich den Antrag gestellt habe und jetzt sehe, okay, ein bisschen Umsatz kann ich jetzt trotzdem darüber machen, meine Umsatzerwartung ist eigentlich ein bisschen höher von dem, was ich eigentlich erwartet habe? Also auch das haben wir ein bisschen flexibler gestaltet, weil am Anfang wurde dieses Thema Liquiditätsengpass sehr eng ausgelegt. Und dann haben wir gesehen, das passt mit der Realität nicht wirklich zusammen. Und dann haben wir die FAQs, kann man auch auf der Homepage nachlesen, ein bisschen angepasst. Das heißt, jeder Antragsteller muss jetzt im Moment der Antragstellung für sich eine Prognose machen. Und dann kommt es auf diesen Zeitpunkt an, wo man den Antrag stellt. Und da wird es immer einen Unterschied geben, also wenn jetzt ein Geschäft wieder aufmacht, dann kann man natürlich nicht total im Lockdown-Szenario weiterarbeiten, aber gerade im Bereich Gastronomie, Veranstaltungsgewerbe und so weiter, da hat man jetzt, glaube ich, eine traurige Sicherheit darüber, dass das Lockdown-Szenario noch ein bisschen länger geht und man quasi das Worst-Case-Szenario für sich unterstellen kann. Das heißt, man hat praktisch keine Einnahmen, die Ausgaben laufen überwiegend weiter und dann kann man sagen, dann rutsche ich in 3 Monaten auch in einen Liquiditätsengpass rein. Und wir haben extra reingeschrieben, an die Darlegung werden keine strengen Anforderungen gestellt. Also wenn eine Bank sowas selber in eine Richtlinie reinschreibt, dann sieht man schon, da hat man ein bisschen Geländegängigkeit, um damit umgehen zu können. Das heißt also, das haben wir so bewusst gemacht, um wirklich ein Maximum an Antragstellung gerade aus diesem Kreis auch zu ermöglichen. Deshalb mein Tipp, nutzen Sie es. Das heißt also, wenn jetzt jemand proaktiv ist und weiter schafft, doch noch Umsatz zu generieren, wird es ihm später nicht negativ ausgelegt, sondern da wird man gut mit der Situation umgehen. Ja, er muss ein bisschen für sich abwägen, wie entwickelt sich das auf der Wegstrecke. Und die Regelung ist in den FAQs, wenn er am Schluss den Liquiditätsengpass nicht ausschließen kann. Das ist die schwächste Form der Darlegung, die es gibt. Und deshalb, glaube ich, bleibt da sehr viel in der Einschätzungssphäre des Antragstellers. Und insofern kann er das jeder für sich gut abwägen. Wie ist Ihre Einschätzung dafür, wie es weitergeht? Sie haben es ja eben schon ein bisschen angerissen, auch was Gastro angeht. Generell, was ist Ihre Einschätzung und was ist auch wirklich dann noch die Empfehlung an die Unternehmerinnen und Unternehmer? Also in der Tat, glaube ich, kann man jetzt erstmal mit diesem vorsichtigen Szenario, glaube ich, jetzt erstmal arbeiten. Da wird sicherlich im Mai, wenn die Lage jetzt sich nicht wieder verschlimmert, sozusagen schrittweise weitergehen, aber glaube ich schon in vorsichtigen Schritten. Sozusagen. Das hat Frau Merkel, glaube ich, gestern auch sehr überzeugend zum Ausdruck gebracht, damit ihre Alternativrechnung, was passiert, wenn wir mehr als einen anstecken jeweils. Insofern, glaube ich, kann man da weiter dieses vorsichtige Szenario annehmen. Das heißt, wer sozusagen eher im Einzelhandelsbereich unterwegs ist, wird schrittweise sich in der Erholungsperspektive wiederfinden. Wer im Veranstaltungsbereich unterwegs ist, da wird es lange auch noch ein bisschen düsterer bleiben. Und daran, finde ich, kann man sich ein bisschen ausrichten, auch wenn das keine erquickliche Perspektive ist. Aber es gibt einem auch in der Krise ein bisschen mehr Planungssicherheit. Alles klar. Und da nochmal der Hinweis an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr in dem Bereich Online was plant oder was machen wollt, wir haben mit Jimdo eine einfache Online-Shop-Alternative, wo ihr ganz schnell wirklich starten könnt. Und da haben wir auch ein Corona-Hilfspaket für einen symbolischen Euro im Monat. Kann ich euch nur auch ans Herz legen. Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Dressel, für diese Informationen und für Ihren Einsatz. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles, alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich kümmern und auch noch weitere Instrumente in Erwägung ziehen. Herzlichen Dank. Ja, ich sage auch vielen Dank und toi, toi, toi an alle, die zuschauen.